Ich habe bei meinem Windows 10 neulich ein sehr nützliches Feature entdeckt. Ich kann nun endlich ohne Zusatzsoftware übersichtlich mir temporäre Dateien anzeigen lassen und diese löschen lassen. Zudem bietet Windows mir eine Analysefunktion, wo meine großen Dateien versteckt sind. Ich brauche also auch dafür keine Zusatzsoftware mehr. Schauen wir uns das Ganze nach dem Intro einmal an. Ich bin bestimmt nicht der Einzige mit dem Problem, der einen roten Balken bei seinem lokalen Datenträger C hat. Das heißt, ich verbrauche zu viel Speicher. Jetzt wäre es doch schön, wenn ich mir direkt anzeigen lassen kann, erstens, wo der Speicher verbraucht wird und zweitens wäre es natürlich auch schön, den automatisch löschen zu lassen. Dazu gehe ich jetzt mal hier in die Windows-Suche und gebe hier Datenträger ein. Und hier gibt es die Speicheroptimierung aktivieren. Klicke ich einmal drauf. In meinem Fall hat Windows jetzt schon die Anzeige da, bei euch kann es sein, dass der ein bisschen scannen muss. Das hat er bei mir jetzt schon getan. Er zeigt mir hier temporäre Dateien an. Ich klicke hier einmal drauf und das kennt man eigentlich aus der Datenträgeroptimierung, wo er genau diese Dateien zusammensucht. Zum Beispiel sind hier auch die Downloads dabei. Die Dateien für die Übermittlungsoptimierung sind für mich auch obsolet. Papierkorb kann ich in der Regel auch löschen. Und ja, temporäre Windows-Installationsdateien auch. So, alles mal angehakt, Downloads lasse ich noch da. Dann klicke ich doch einfach mal auf Dateien entfernen. Und während er das Ganze jetzt macht, gehe ich hier mal ein Stück zurück. Hier gehe ich jetzt auf die Apps und Features. Diese Ansicht ist auch bekannt, das ist diese typische Deinstallationsliste. Aber hier kann ich zum Beispiel sagen, sortieren nach Größe. Da kann ich schon mal sehen, welches Programm hier denn viel Platz belegt. Brauche ich das Programm nicht mehr oder kann es durch ein kleineres ersetzen, kann ich hier den Deinstallationsbutton auswählen. Ich gehe mal zurück und hier habe ich dann die Option, noch weitere Kategorien anzeigen zu lassen. Ich klicke einmal drauf und hier sehe ich jetzt so eine Art Analyse, wo meine großen Dateien abliegen und wo ich Potenzial habe, diese zu löschen. Natürlich kann ich jetzt nicht erwarten, dass Windows von sich aus anfängt, die Dateien zu löschen. Das sind ja unter Umständen wichtige Dateien, die ich behalten will. Aber das gibt mir schon mal einen guten Hinweis, wo denn der ganze Speicherplatz verbraucht wird. Nachdem ich die Bereinigung jetzt durchgeführt habe, kann ich auch sehen, dass sich mein Speicherplatz etwas erholt hat auf meiner Partition C. Die ganzen Optionen gab es auch vorher schon bei Windows. Jetzt ist das Ganze aber in die neue Oberfläche gewandert und alles ein bisschen übersichtlicher, wie ich finde. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch eine weitere Option, die hier relevant ist. Und zwar sehe ich doch hier oben den Button ein und darunter steht, konfigurieren Sie die Speicheroptimierung oder führen Sie den Vorgang jetzt aus. Ich klicke mal auf diesen Link drauf und der führt uns in ein Menü, in dem ich angeben kann, dass diese Speicheroptimierung ganz ohne mein Zutun ausgeführt wird. Entweder bei wenig freiem Speicherplatz oder halt in einem regelmäßigen Rhythmus. Ich stelle das jetzt einmal auf jede Woche, einfach deshalb, weil ich ja nicht erst reagieren will, wenn der ganze Speicherplatz schon zugemüllt ist. Auch unten der Haken für die temporären Dateien sollte natürlich gesetzt sein. Ich gehe einfach zurück und jetzt kann ich hoffen, dass ich in Zukunft immer genug Speicher habe, da diese Speicheroptimierung einfach regelmäßig läuft. Ich selbst bin auch nicht immer überzeugt davon, wie Microsoft das macht, die ganzen Sachen von der Systemsteuerung in diese neue Einstellungsoberfläche zu verschieben. Teilweise fehlen Optionen, teilweise muss man zwischen beiden Oberflächen hin und her wechseln. Trotzdem gehen jetzt so langsam die Ausreden aus, warum man noch extra Optimierungsprogramme auf einem Windows-PC haben sollte. Prominentes Beispiel ist dafür zum Beispiel der C-Cleaner. Sobald ich eine extra Software installieren muss, mache ich mir damit potenziell den PC etwas langsamer und diesen Nachteil können die Programme meistens gar nicht mehr aufholen. Schon gar nicht dann, wenn diese Funktionen ohnehin in Windows integriert sind.